Hallihallo und herzlich willkommen zur 120. Folge Conan Exiles. Ich habe mich noch mal ein bisschen leichter gemacht. Nein, ich war nicht kacken. Ich habe hier in die Holzkiste habe ich noch mal ein paar Sachen reingelegt, weil ja, dann haben wir das eben dort gesaved. Muss es ja nicht immer nur rumtragen. Ich muss es auch nicht unbedingt alles jetzt in einem Rutsch mit an die Base nehmen. Das kann man nach und nach machen. Kann man irgendwann mal wieder mitnehmen. Und am Schluss kann ich auswählen, was ich gerne mitnehmen würde und was nicht. So, jetzt haben wir eine Chance. Ja, sind anscheinend noch nicht da. Das ist schön, da können wir nochmal hier durchheizen. Jetzt haben wir eine Chance. Darum. Hier oben, wo ich euch gesagt habe, wo auch die gefährlichen Krieger herkommen, da kam dieser Dreierkämpfer, kam da oben runter. Da stehen noch mehrere davon. Und dort ist eine große Chance, meiner Meinung nach, dass dort ein Boss kommt. Ja, das Haus ist nicht generiert. Da ist nämlich auch normalerweise sind hier zwei Schatztruhen drin. Super. Dauert wieder. Okay. Ja, ihr seht auch schon, die ganzen Leichen waren weg und es hat mich jetzt auch ein bisschen irritiert und jetzt braucht es hier wieder ein bisschen Aufbauzeit anscheinend. Oh Mann. Schlimm. Ich sehe hier auch gar keinen Gegner. Ja, das ist sehr seltsam. Wahrscheinlich sind wir gleich tot oder vom Server wieder unten. Keine Ahnung, der Server hat eben auch laufend gemeint, ich muss mit PS Plus verbunden sein. Und das war ich. Eventuell. Ah, da ist er ja schon. Ja, siehst du? Der unsichtbare Kasper. Und da ist auch der Boss. Nein, nicht töten. Oh. Alter Schwede. Was ist denn hier los? Lol, haben die Kadaver jetzt auch alle wieder was dabei? Sogar Stahlverstärkung schon gleich. Lol. Wo ist denn der Boss? Boss haben meistens besseres Zeug oder mittlerweile haben sie oft mal besseres Zeug dabei, als sie ursprünglich hatten. Ich will auch gar nicht wissen, welcher Boss es war, sonst bin ich wahrscheinlich sauer. Alter, was ist denn hier los, Mann? Warum haben die alle wieder Stahl dabei? Die hatte ich doch schon mal getötet, oder? Ja. So viel dazu. Da war tot, tot. Vielleicht kriegen wir auch von allen wieder Eisscherben. Anscheinend nicht. Ja, hier gibt's ein paar. Ja, irgendwie spinnt's gerade komplett. Also das hatte ich aber auch noch nie, dass es so hier war. Ah ja, okay. Man lernt nie aus im Conan-Universum und in dem Universum des unsagbar schlechten Internets. Ist alles möglich. Und wir sollten uns vielleicht mal heilen. Ja, ja. So, ist jetzt das Haus generiert. Ja, das Haus ist jetzt auch generiert. Wenigstens etwas. Da hinten ist eine Truhe. Die Kerzen mit. Alles andere lasse ich da. Und dann sollte hier noch eine Truhe sein. Eine dickere Truhe. Und. La, la, la. Ja, holen wir das nochmal mit. Ist okay. Gut. Das ist sau unheimlich, oder? Also ich finde das richtig unheimlich hier. Psst. Hallo. Kann ich das auch? Kann ich mich das so dabei stellen und den Gegner verarschen? Habe ich... Man müsste jetzt hier von diesen Leuten, müsste man genau diese Geste lernen. Ja, okay. Ne? Das ist übel. Wunderschön. So, da ist wieder ein Dreierkrieger. Zack, zack, zack. Direkt bombardieren mit Schlägen, bevor er überhaupt was machen kann, dann ist es gut. Wenn mehrere von denen kommen, dann geht die Energie auch mal schnell runter. Die Lebensenergie. Zack, 27 Eisscherben, das ist ja schon mal was. Hier ist auch nichts generiert, oder? Das ist hier wieder das gleiche Problem, dass wir gleich von unsichtbaren Gegnern... Ne, hier ist was generiert. Vielleicht war das eine Hütchen auch einfach leer. Oder das ist zu groß. Wir müssen, ja, doch, jetzt wurde es generiert. Oder war das aber... Das war doch gerade auch schon. Ne? Warum sage ich denn, das ist nicht generiert? Ja. Also ganz manchmal gehen.
So, da ist mein Thron. Das ist nämlich meine Hütte hier. Schön wär's. Ne? Heller Färbezusatz holen wir auch mal mit. Ich bin schon wieder an der Grenze zum Überladen sein. Die stehen immer noch da unten. Guck dir das mal an, ne? Oder, ne, Quatsch. Ne? Ne, das ist noch ein Leben da. Das ist auch wieder ein Dreierkrieger, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß es nicht. Es ist sehr strange hier. Oh, ein Dreier-Alchemist. Aber ich habe Alchemisten. Habe ich, weiß ich nicht mal, ob ich die mit Eigennamen habe. Man könnte den ja mal mitnehmen, wenn es irgendwie möglich ist. Aber ich glaube, ich töte den aus Versehen. Oder? Komm her. Ja, scheiße. Hat er ihn auch mitgetroffen mit einem leichten Hieb. Schade. Bogenschütze trifft mich. Ah! Geh weg! Wo bist du? Ah. Was fällt dir ein, du Zweierbogenschütze, du minderwertige Kreatur! Stirb! Was? Was schießt denn jetzt noch? Da ist noch ein Bogenschütze oder was? Oh Gott! Ja, da kommt der Richtige. Der Dreier. Kratz ab, ich will meinen Weihrauch holen. Wo ist denn der? Das, ich hab's geahnt. Ah, ne. Gut. Ich wollte schon sagen, es wieder despawned. Das machen die nämlich ganz gerne. Auch mal. Dann sind die nämlich mal weg. Das ist mal letztens passiert mit einem Boss, den ich eigentlich, den ich betäubt habe. Da war noch ein Bogenschütze, da habe ich den Bogenschütze getötet. Und derzeit ist der betäubte Boss einfach despawned. Also so einer mit Totenkopf, so ein Boss, ne? Und das ist natürlich dann sauärgerlich, wenn sowas passiert. Weil dann freut man sich, dass man endlich mal jemanden gefunden hat, den man betäuben möchte, abschleppen möchte. Und ja, das sind meistens Fußvolk. Da ist eigentlich selten was dabei, was man gebrauchen könnte. Hier in der Region sowieso. Wir haben eigentlich schon das potenzielle Ziel getötet, den Boss. Wer hätte es können sein? Wie der zusammengeklappt ist, ey. So. Das ist auch nicht schlecht, ne? Dann noch mal eine schwarze Kerze. Kleider hole ich jetzt keine mehr mit. Kein Platz dafür. Seite da könnte man mitnehmen. Ich glaube, ich hau mal gerade noch ein Heilmittel rein. Und dann gucken wir mal, was da hinten noch so rumsteht. Das Problem ist, es erscheint oftmals viel zu spät, was das für ein Charakter ist. Da ist er schon tot. Ihr seht jetzt, warum sehe ich ihn bei dem nicht, was er ist, ne? Jetzt erst. Und wenn die mich angreifen, kann ich eben nicht warten, noch ewig, um zu gucken, was es ist. Yo. Was ist mit der? Steht da hinten anteilnahmslos rum. Oh, Krug. Das ist auch schön. Zu Deko-Zwecken. Wir werden auch irgendwann die Inneneinrichtung vom Haus weiterbauen. Von der Base. Und da brauchen wir so einen Kram. Du bist eine gute Eisscherbe, mehr nicht. Hier, zack. Pass auf. Lol. Enemies approaching. Komm, schnell. Eisscherbe und... Wo ist er? Da unten. Was ist denn jetzt? Komm hoch. Ich dachte... Oh, Mann. Wo kommt ihr denn alle immer her? Ihr feigen Schweine. Ah, die hat Silber für uns dabei. Das ist natürlich sehr schön. Aus den Silbermünzen kann man nämlich auch Silberstaub machen. Und das lohnt sich durchaus irgendwann, wenn man da so ein paar Münzen hat. Dann braucht man nämlich nicht mehr so viel Silber zu farmen, weil Münzen in Silber braucht man eigentlich nicht so wirklich oft. Gold ist da eine andere Geschichte, wegen den Tieren, wenn man auf Tierfarm steht und, ja, ich sag mal, bis man die Gold, die Goldsteinnase hat, ist es schon gut, wenn man auch viel Goldmünzen so findet. Dann kann man die nämlich auch für allmöglich Zwecke verwenden. So, jetzt machen wir hier nochmal das Menschenfleisch weg. Was wollte ich denn gucken? Gar nichts. Ich weiß es nicht. Nichts wollte ich gucken. Wir haben hier gerade eine ruhige Minute, also trinken wir mal wieder was. Um die Hitze abzuwenden. Was denn mit dem? Ey. Ja, verführerisch. Wie ein Tintenfisch. Zack, da ist der Unterhalter.
glaube, da hatte ich einen geknechtet, aber nur... Ich weiß nicht, ob es ein Level 1er war oder ein Level 2er. Aber auch nur, um hier vor der Base zu tanzen. Oh, Goldbarren. Das ist nett von dir. Nett. Mal Elfenbein. Waren hier nicht drei drin? Ey, keine Ahnung. So. Die haben wir schon mal. Hatten wir die hier alle abgefarmt? Ja, manchmal vergesse ich es nämlich auch. Wenn ich so in der Hitze des Gefechts bin. Zack, zack. Chabalak. Achso, ich wollte gucken, ob wir irgendwo schon Hartstahl gefunden hatten oder nur Stahlwachen. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Gib mir deine Scherbe, gib mir dein gefrorenes Herz. Dein gefrorenes Herz. Oh, da sind sie wieder. Die Penners. Hey, Wolf. Ich will den Wolf zu ihr. Was macht denn der Wolf hier für einen komischen Tanz? Oh je, der hat mich durchdrungen. Der hat mich geworfen, der Wolf. 100 Pro. Der Wolf spinnt hier rum. Komischerweise die anderen nicht. Das ist jetzt etwas, was für mich unverständlich ist. Oh Mann. Jetzt wird es erstmal gefährlich. Ich bin verkrüppelt. Weil ich nicht weiß, wo der Wolf ist. Oh, da ist ein Bogenschütze. Ich glaube, der Wolf ist tot. Da liegt er. Da ist er plötzlich tot. Der Geisterwolf. Vom Wikingerdorf. Okay. Sehr schön. Also hier sind schon mal respawned. Das heißt, wir könnten jetzt gerade noch eine Runde drehen. Ja, mal gucken. Brauche ich noch ein paar Eisscherben mehr. Für das nächste Heiligtum bräuchte ich jetzt keine Eisscherben mehr. Aber komm, das holen wir mit. Das können wir zurückverarbeiten, die Sichel. Ich glaube, für das nächste Heiligtum würde es sogar reichen. Aber ich glaube, ich mache noch ein paar weg. Einfach, so dass wir diese Folge noch hier in Neu-Asgard zu Ende bringen. Und dann gehen wir in der nächsten nochmal in die Base und machen dann das Heiligtum. Und werten mal so ein bisschen aus, was wir so bekommen haben. Jetzt wollte ich trotzdem mal noch gucken, wie es mit Hartstahl aussieht. Naja, aber 118 Stahl schon wieder und das Vieh, das trägt ja schon ewig viel. Ist jetzt eigentlich auch die Kiste wieder voll? Ja, ne? Oder ist das Zeug, was wir nicht mitgenommen haben? Ah ja, ich glaube, das Zeug, was wir nicht mitgenommen haben. Hallo. So. Ja. Da ist nichts übrig geblieben, außer Blutsuppe. Jetzt hat sie jetzt wieder hier. So. Ah, wo kommen die jetzt alle her? Wo seid ihr plötzlich hergekommen? Ihr seid mir Schlawiner hier. Guck mal, da kommen immer mehr. Blutfontänen. Und... Oh, da waren unter Alter 2. Scheiße, der macht nämlich Blutungsschaden. Sowas ist auch nervig, wenn man eben dann auch nicht mehr sieht, wie viel Life man noch hat. Ja. Mit und da auch, weil das ja auch alles verzögert ist. Eisscherbe. Sprengstoffdüse könnte man auch mitholen. Okay. Schmeißen wir nochmal ein bisschen was weg. Zwar Menschenfleisch. Achso, haben wir nicht viel. Naja, gut, da sind wir schon nah am Limit. Uiuiui. Gucken, was hier noch so gespawnt ist, was wir gerade noch mitnehmen. Dann reisen wir vielleicht in dieser Folge schon am Ende zurück. Hey, frisst aber ganz schön. Sollen die Scheiße. Ich hätte mal so einen Belastungstrank mitnehmen. Naja, egal. So schön ist es nicht. Wir können jetzt eben auch nicht mehr so viel Stahl mitnehmen. Aber wir haben ja genug. Ausbeute ist gut. Und so kriegt er dann auch relativ gut Stahl zusammen. So. It wasn't supposed to be like this. Ja. Pech gehabt, würde ich sagen. Danke. Mal gucken. Ah, die hier sind auch wieder da. Das ist schön. Vielleicht sind da oben die auch wieder da. Und der Boss, der hat da auch... Was ich aber weiß nicht genau, weil wir da zwischen die Folge beendet hatten.
Bin ich mir nicht sicher, ob die schon wieder da sind. Könnte aber sein. Da hinten ist wieder der Bogenschütze, der ja immer sich um die Ecke rumtreibt. Oh, hier ist ein Massengrab. Ja, komm. Eierkopf. Ich hole jetzt auch keinen Stahl mehr mit, das reicht. Jetzt hier nur noch Hacke, Hackebeil. So, haben wir hier noch irgendwas Besonderes gehabt? Boah, 15 Stahl, ey, das ist unglaublich. Sollen wir mal gucken nach dem Trank, weil manchmal haben die eben auch Tränke dabei, also so Nashornsuppe. Und die dient ja auch zur Erhöhung der Belastbarkeit. Der Belastung. Timer-Kämpfer? Was? Nein, nur in zwei? Oh. Meine Heilung beendet. Du Sau. Ein Schildschatz dabei. Oh, 61. Also das hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. Von den Eisscherben her. Ne, hier ist noch niemand. Es sei denn, die sind schon wieder unsichtbar. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis die wieder hier sind. Also nicht allzu lang, das war ja nur quasi die kurze Aufnahmepause. In der Zeit... Ich höre aber schon jemanden. Das ist vielleicht doch unsichtbar. Ist das Gebäude hier voll gerendert? Ja, okay, das wäre ja so ein Indikator vielleicht dafür gewesen. Aber allerdings, ja, dauert es auch ewig, bis man da sieht, was drin ist. Okay, wir könnten nach da hinten hingehen, da sind ja auch noch ein paar. Da holen wir uns die Scherben noch mit, komm. Gucken wir mal, was da hinten die Ziegenböcke noch so haben. La 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 la. Hier ist keine Truhe, okay. Hier das Gesindel vom Volk hier, die nicht mal eine Rüstung kriegen. Wo ist ein Rüstungsmacher? Das kriegt er hier ein Hochzeitskleid oder was? Er kommt mit dem Hochzeitskleid zum Kämpfen! Ja, deswegen hat er auch den Kopf verloren. So! Zack, hier nochmal Fleisch. Oh, ne. Guck mal, ich esse das direkt. Totenstille im Wikingerdorf. Neu Asagard gehört mir. Ich bin euer neuer Gott. Was? Was? Der Gehörnte kommt. Was? Was ist denn jetzt? Lol, ich hab's in zwei gespalten. Das ist ein Horcrux von Voldemort gewesen. Teuflische Ziegen. Weiß gar nicht, ob man die auch zähmen kann. Ich glaube nicht. Bisher. Ich weiß aber auch nicht, ob da jetzt was im Update kommt oder ob das irgendwie Sinn machen würde. Doch, wahrscheinlich schon, wenn dann so ein Hammelfleisch oder so. Geben die Hammelfleisch. Ich hab nichts dabei, so um es abzubauen, scheiße. Ja, da sind sie wieder. Sind sie jetzt wirklich wieder respawned? Respawn Entertainment hier. Zack, zack. Schnell wegmachen, siehst du, da ist schon der zweite. Und wie gesagt, die sind nicht ohne. Da ist auch ein Boss. Das ist ein Boss, der ist größer. Mal, wir den gebrauchen können. Was bist denn du für einer? Oh, ein Kämpfer. Häuptling Warulf. Haben wir den nicht sogar schon? Den holen wir mit, Leute. Wir wollen ja auch ja, irgendeinen betäuben. Oh, oh. Das ist nicht immer ganz einfach bei den Häuptlingen. Vor allem jetzt hier mit dem Verkrüppeleffekt und seiner Sturmattacke. Die Heilung beendet. Hat er mich jetzt geworfen, oder was? Ja, jetzt hat er mich. Das ist wahr, und zwar gar nicht mal ohne. Jetzt wird es auch nur hier so scheiß dunkel, Mann. Wie, Heilung beendet? Warum? Das verstehe ich auch nicht, ey, zum Teil. Ja. Ich bin verkrüppelt. Er könnte mich töten. Ich habe nämlich keine Ausdauer mehr. Ja. Ja. Fick dich doch. Ja, so kommen wir auch nach Hause.
Nur das Reh steht noch da oben. Ja, das ist eben fast nicht möglich mit dieser Internetleitung, gegen diese Leute zu kämpfen. Da muss man einen Punkt genau timen, wann man blockt. Und nach dem Block, kurz den Block loslassen und mit der Keule hauen, um ihn zu betäuben. In dem Moment, wo er die Deckung quasi aufmacht und seine Attacke zu Ende ist und die an unserem Schild abprallt, und das ist eben mit einer Zeitverzögerung nicht kaum umsetzbar. Und dann passiert das auch mal, dass es dann eben so geht. Ich habe es zwar schon ein paar Mal hinbekommen, aber es ist ja auch immer so ein bisschen schwankend. Manchmal ist das Internet ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Ich weiß auch nicht, wie viel Performance-Probleme vom Spiel da noch mit einfließen, weil top ist das definitiv auch noch nicht. Das habe ich ja gemerkt, ich war ja in Brandenburg, habe es mit einer 100K-Leitung gespielt, da waren keine Internetprobleme, da lag es dann definitiv an der Performance vom Spiel. Gerade in diesem Bereich hier, ich sehe es ja, pass mal auf, ich laufe hier lang. Was? Es geht, ich kann hier lang laufen. Was ist denn das? Seit wann geht denn das? Naja. Hier leckt es normal. Mit einer Wahrscheinlichkeit zu 200%. Wenn ich hier an dieser Werkbank das Folter... Ah ja gut, er hat es aber auch gar nicht geladen, ne? Ich sehe es nämlich nicht. Okay, jetzt leckt's. Ja, wahrscheinlich, weil sie noch gar nicht da war, prozentual oder so. Weil hier, wenn ich hier langlaufe, an diese Kisten, ja, siehst du, da leckt zu 200%, meistens zweimal. Jetzt geht es gerade nämlich nochmal, aber nee, jetzt nicht mehr. Und ja... Ja, hier, in diesem Bereich immer. Und das war selbst mit der 100k Internetleitung hier an dieser Stelle da. Also da ist die Performance noch alles andere als gut. Ich dachte immer, das wäre mein Internet. Aber ist es nicht nur. Das wird sicherlich eine ganz große Rolle spielen. Mein Internet ist scheiße, das weiß ich auch. Das brauche ich gar nicht schön zu reden. Das ist einfach letzte Kacke. Mittelalter-Internet. Nee, im Mittelalter hatten sie ein besseres Internet. Aber trotzdem ist die Performance vom Spiel auch noch nicht zu 100% da. Und ja, aber sie arbeiten ja dran, sie sind ja da immer dran und es kommen ja immer welche Hotfixes und Performance-Verbesserungen, von denen ich bis jetzt zum Teil noch nicht wirklich was gespürt habe. Aber bei diesem hier fühlt es sich rein von der Performance zum Teil schon etwas besser an, würde ich jetzt so sagen. Naja, trotzdem schade und ja, wie gesagt, das mit dem Internet, das ist halt einfach dämlich. Und es kotzt ein bisschen an auch. Aber egal. Wir machen weiter. Irgendwann gehen wir ja auch auf unseren Server zurück für den Let's Play. Und dann wird das mit der Performance auch wieder eine andere Geschichte sein. Ich mache das ja nur gerade wegen dem Guide auf. Also für die, die es jetzt noch nicht wissen. Weil auf dem normalen Singleplayer-Server nehme ich den Guide auf. Und ich möchte mich laufend umskillen, die Location wechseln, wenn ich dann mal einen Guide aufnehme. Apropos Guide. Die nächsten sind in Bearbeitung. Ich habe es jetzt aufgenommen, muss einen noch nachkommentieren, weil ich den nicht live kommentiert habe, weil ich gedacht habe, dort kann es besser sein, den anderen muss ich dann eben noch schneiden und dann kommen auch demnächst wieder neue Guides. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn es dann am Schluss ein bisschen dumm geendet ist, aber naja, so that's life, this is life und... Ich habe gerade irgendwie, ja, ein trojanisches Pferd im Kopf. Irgendeiner hat mir meine Gedankengänge und meinen Wortschatz geklaut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer SpookyVF. Bye, bye, bye. I need